So lange in die Sonne geguckt, Es gibt Mystiker, die blicken so lange in die Sonne, bis sie blind werden. Und Paras offenbart ihnen dafür viele Weisheiten des Lebens. Also, ihr habt ja schon einen Sonnenbrand. Schaut mal auf eurer Nase, da pellt sich ja alles. Wird dir wohl die Finger davon. Ich fass ja gar nicht an, ich sag das nur. Ja, tatsächlich könnt ihr jetzt viele verschiedene Gestalten erkennen, die hier in den Gassen sitzen, die das letzte Mal nicht da waren. Also viele sind aus den äußeren Ringen jetzt in das Innere gezogen, weil sie jetzt auch Angst haben, dass sie auf den äußeren Ringen dann als erstes fallen, wenn die Stadt eingenommen wird. Und das ist wohl auch dann der Grund, warum die Stadtwache irgendwann die Tore zugemacht haben und niemanden mehr nach Al-Sorigan reinlässt. Yalan kann beunruhigenderweise an der einen oder anderen Häuserecke einige Schmierereien erkennen. Ist es ein Auge? Ist es ein Dreieck? Ja, auch hier haben sich die Rattenkinder gütig getan. Ihr könnt das Zeichen des Namenlosen erkennen, wie es dann hier das ein oder andere Mal an die Häuserecken geschmiert wurde. Aber bevor ihr dann dem Ganzen ja weiter nachgehen könnt, wollt oder sollt, könnt ihr dann auch mit dem Geleit von Kiaras wieder auf diesen Stand treffen, wo ihr dann auch Knüppler findet. Und der bringt euch dann ohne weiteres Gerede in Richtung des Hauses, dort wo Yasina Melina A sitzt, beziehungsweise ein Weg in die Globule zu finden ist. Sollen wir trotzdem anklopfen oder treten wir einfach ein? Nein, wir klopfen natürlich an, das ist nur höflich. Und dann? Yasina, wir sind's! Nicht Sag so den Namen doch nicht laut! so laut auf der Straße! Das ist eine Bibliothek! Richtig. Habt ihr keinen Ja. Namen? Ja. Und dann wird eingetreten, wenn niemand antwortet. Ja, also wie gesagt, diese kleine Kellertreppe wieder nach unten. Ihr könnt jetzt auch erkennen, wie, wenn ihr das eine Zimmer dann durchtretet, als ob ihr hier fast zu Hause wäret. Ihr wisst ja immerhin, wo diese Tür ist, diese Besenschranktür. Könnt ihr auch erkennen, wie hier auf den Lumpen mehrere Leute jetzt sitzen, die sich hier wohl auch dann hingeflohen haben, und euch dann anstarren, als ob ihr hier nicht hergehört, was tatsächlich auch der Fall ist. Salam alaikum. Wir wohnen hier. Was tut ihr hier? Wir sind auf der Durchreise. Alles gut. Okay. Macht euch keine Mühen. Betet schön zu den Göttern. Der Segen der Zweifel mit euch. Mit euch. Ja, Winke nochmal ganz fröhlich. Ich denke, vorbeigehen, irgendwie ein Kupferstück auf irgendeinen Anrichter oder so. Ja, könnt ihr dann machen und wieder an den Lumpenlagern hindurchtreten, über ihre Beine steigen und dann die Tür zur Besenkammer öffnen, wo ihr dann auch, ja, wenn ihr eintretet, seht, dass ihr in der Sternenbibliothek seid. Über euch wieder der Himmel, der glänzt und funkelt und der alte Geruch nach Büchern, die hier schon seit Äonen liegen. Ich werfe denen nochmal ein Lächeln zu, während wir alle in den Besenkammer verschwinden. Denkt ihr, dass wir das eines Tages tun und dann einfach zu fünft in einer Besenkammer stehen, weil der Eingang nicht mehr hier ist? Ach, das wäre zu schade. Ich würde gerne mal all diese Bücher lesen. Also vielleicht nicht alle. Die zu zwergischer Geschichte nicht. Also ich würde ja lieber mit Karin noch in der Besenkammer stehen. Aber die zu Zwergischen, ihr bringt mich auf eine Idee. Nein, nein, bitte nicht. Nein, nein. Hier muss es irgendetwas über den Algrim geben. Ich muss die Geweihte fragen. Ach so, ja, Tatsache. Und wenn es zu wissen ist, dann ist es wohl hier drin. Das ist tatsächlich eine sehr gute Idee. Hilft es uns noch weiter? Ich schau mal hinter zwei, drei Regale, ob die Geweihte noch irgendwo sitzt, aber ich habe natürlich keinen Plan, in welche Richtung es geht. Ja, da brauche ich jetzt wieder mal eine Probe von euch und zwar zurechtfinden in einer Bibliothek. Ich würde mal sagen, es ist sowas wie Staatskunst. Oder dürftet auch Geschichte werfen. Götter und Kulte würde ich auch gestatten. Es ist natürlich das Zurechtfinden in einer kamalen Globule. Da braucht ihr sowas Profanes wie Gassenwissen nicht. Da braucht ihr auch sowas Profanes wie, ja, es ist einfach merkwürdig, sich in so etwas zu orientieren. Ihr könnt auf alle Fälle ihren Schreibtisch erkennen. Der ist jetzt allerdings leer und verlassen, als ob hier niemals jemand gesessen hätte. Die exische Statue steht dort immer noch, wie gesagt, versteinert, trotzdem sehr lebensecht.
Aber nachdem ihr das ein oder andere unendlich lange Bücherregal dann überwunden habt, könnt ihr dann erkennen, wie Yasina Melena A. Auf einem Stuhl sitzt vor einer großen Klippe. Und unter ihr könnt ihr dann erkennen, wie dort eine drachische Gestalt sitzt. Riesig groß, ein Kaiserdrache. Agapur. Seht ihr, hier habe ich doch gesagt, zwischen banalem und bornischer Geschichte. Oh, um Himmels Willen. Drache, Drache, Drache. Nein, nein, Statue, ihr schlagt jetzt Statue, nicht drauf ein. Statue. Ja, Statue. Still, leise, wir dürfen sie nicht stören. Ist es eine Statue? Es ist keine Statue. Sie unterhält sich tatsächlich mit ihm. Ihr könnt wohl auch sowas wie ein Lesen in euren Gedanken spüren, wie euer Gehirn durchwühlt wird von äonenaltem Wissen. Und sobald ich das spüre, würde ich mich... Ich sag trotzdem wehren. Statue und drehe den Zwergen um. Was möchtest du, Voltax, tun? Ich würde mich natürlich sofort dagegen wehren, dass irgendein Drache in meinen Gedanken rumspielt. Ja. Ja. Ich glaube, der ist keine Statue, Karinor. Seht ihr, der atmet. Selbstbeherrschungsprobe erleichtert um deine Magieresistenz und erschwert um Vorurteile, die ihr habt. Wenn es sowas ist wie Vorteile gegen Echsen oder gegen Drachen oder irgendwas anderes, was da reinspielen würde. Moment, jetzt für jeden oder nur für den Zwergen? Wenn ihr euch wehren wollt, auf alle Fälle. Nein, ich denke an was Schmutziges irgendwie. Erleichtert um... Ich will mitkriegen, dass jemand... Irgendwas, was ich mit dem Drachen anstelle. Erleichtert um MR, ja? Genau, erleichtert um MR, aber dann da sowas wie Aberglaube... Arroganz vielleicht auch, wenn da so ein riesiger Drache in dir rumwühlt, was eigentlich nur Praios selbst darf. Einbildung wäre natürlich auch ganz gut. Ja, alles mit dabei. Alles mit dabei. Erreicht er um Arroganz? Nein, erschwert. Warum erschwert um Arroganz? Weil Nachteile immer Sachen erschweren. Ja, aber warum erschwert es in diesem Fall, sich gegen den Drachen zu wehren? Weil sie dein Gedankenkonstrukt erschüttern, deine Arroganz. Er schafft es ja sowieso nicht, in deinen Gedanken zu lesen. Du bist ein Bannstrahler von Praios da selbst. Jetzt sogar geweiht, warum auch immer. Und ja, den Greifen erwählt. Nehm ich hin. Ja, und also. Ihr könnt dann sehen, wie Yasina sich schwer von ihrem Stuhl erhebt und euch dann betrachtet. Mein eiserner Wille zählt da wahrscheinlich auch noch mit rein. Wenn du ihn anschmeißt, ja. Ja, würde ich machen. Ja, na klar, dafür ist er doch da. Gut. Dann mit allen Erschwernissen und Erleichterungen... die Selbstbeherrschungsprobe. Ich lasse ihn gerne lesen, darf er die Harmonie Rayas kennenlernen. Es gibt nichts zu lesen, wo nichts ist. Ja, Kiaras wird vor allem geflutet von Bildern, von verbrannten, menschlichen, verstümmelten Leibern, gefressen Menschenfleisch, was du schmeckst, während er in dir liest, und riesige Schätze, Horte, Arroganz, die in dir hochquillt, oder auch Goldgier, Hass gegen Zwerge, der in dir geschürt wird, und wenn du deine magische Barriere komplett aufgibst, dann brichst du gerade auf deine Knie zusammen und bist erstmal ganz woanders. Währenddessen steht Yasina auf, nickt, bin soweit. Verzeiht, wir wollten nicht stören. Ich habe mich gerade nur von Agapyr und auch Atlasar verabschiedet. Das sind eure Freunde? Ja, stehen seit langer Zeit in Korrespondenz. Sie sind die Drachen der Oronischen Halbinsel oder des Haranischen Gebiets. Das ist ja ziemlich... beeindruckend, dass sie sich einfach so mit euch unterhalten wollen. Es hat lange gedauert, bis sie mit mir gesprochen haben, doch in dieser Lobule vergeht die Zeit anders. Diesen Gesprächen kann nichts Gutes erwachsen. Drachen. Aber sie haben mir dabei geholfen, viel Wissen über die hieroglyphischen Tafeln zusammenzutragen, denn das Entschlüsseln ist eine komplizierte Sache. In anderen Maßstäben, und ich muss auf den Spuren eines über 2000 Jahre alten Sultans wandeln, wenn ich diese elborischen Tafeln lesen, verstehen will. Aber ich gehe davon aus, dass ihr
mit ihm gesprochen habt, mit Helme. Sonst wäret ihr nicht ein weiteres Mal hierher gekommen. Das haben wir, ja, ja. Wie gesagt, ich habe euch vor einiger Zeit gesagt, dass ich euch begleite und ich bin immer noch bereit, dies zu tun. Dadurch Frieden in das Land bringen kann und das Mittelreich retten kann. Ich bin immer noch nicht sicher, ob wir dies wirklich tun sollen. Zum Thema Mittelreich. Er hier hatte eine Vision vom Alagrim, wie er das Mittelreich verwüstet. Habt ihr irgendwelche Informationen in dieser schier unermesslichen Bibliothek, die uns helfen können, dem Herr zu werden? Du kannst sehen, wie der große Kaiserdrache schnaubt und aus seinen Nüstern stobt dann ja teilweise schwefliger Rauch, allerdings auch ein paar Flammen. Und du kannst auch sehen, wie sich der Mundwinkel von Yasina so ein bisschen nach unten bewegt. Wir haben tatsächlich ein Buch, was euch vielleicht doch helfen kann. Es wurde vor langer Zeit geschrieben von Apep. Auch er kann euch vielleicht noch einige Dinge mehr berichten und ist vielleicht etwas umgänglicher als Agapyr und Atlasar. Mit. Gut. Man merkt dem Zwerg an, dass er ein bisschen bleich wird und es scheint ihm offensichtlich das Herz bis zum Hals zu schlagen. Lassen wir ihn jetzt gehen oder gehen wir hinterher? Aaron, sagt was. Was? Wir müssen das auch wissen. Wir sollten da auch mitgehen. Es hat sich so angefühlt, als wollte sie nur ihn mitnehmen. Mir ist das egal. Wollt ihr hier bei den Drachen sein? Nachher haben die noch Hunger. Nein, nur weg hier. Diese verdammten Drachen. Die sind doch ganz nett. Ich bemühe mich, Karas auf die Beine zu helfen, wenn er immer noch die blieb. Verursacht mir Kopfschmerzen. Karino, ist das alles in Ordnung bei euch? Die Augen von Karas sind gerade nach oben in den Kopf gedreht. Nur noch weiß, was dich anstrahlt. Ich blicke mal zum Drachen hinüber, wieder zu Karas. Dann hiefe ich ihn einfach hoch auf die Schulter und sehe zu, dass ich hier fortkomme. Wusstet ihr, dass Asasso damals der Adjutant von Pure Darkor war? Das war mir nicht bewusst, nein. Er vernichtete zusammen mit dem Marschall von Pure Darkor, dem roten Drachen Ankarion, Koruba, die Insel Atal. Ja, das sieht ihn ähnlich. Und jetzt strebt er nach der gleichen Macht, die der Goldene hatte. Zu deiner Erstaunt, ja, beziehungsweise du kannst es nicht so zuordnen, aber wenn die anderen folgen, könnt ihr sehen, wie Yasina in einer Abteilung stehen bleibt, nach kurzem Zögern ein Buch herausholt und dann ja ein Buch in die Hände von Boltax legt. Das Dank. Buch mag für dich nicht wirklich aufschlussreich sein, aber Abel, mir, Isarun, ihr könnt darauf erkennen, das ist ein Märchenbuch. Die Märchen von Chadir dem Klugen. Was? Ein Märchenbuch? Das ist aber nicht wissenschaftlich, oder? Was Chadir, war das? Chadir, der Sohn der Kühnheit, trat hin vor den schwarzen Drachen und sprach: Nun lasse ab von den Schätzen des Sultans, den 77 geraubten Jungfrauen und dem Stern der Nacht, sonst wirst du Harm und Unbill erfahren, Schwarzgeschuppter. Wie es Sitte war, spie er vor dem Ungeheuer aus, der Drache aber höhnte: Du drohst mir, Menschling, womit? Und Chadir, der Kühne, entgegnete: Mit deinem Namen, Urungur. Am Klang des Namens erstarrte der Wurm. Damit klopft Yasina noch einmal auf das Buch. Kann das sein? Tritt dann durch einige Korridore vorbei an alchemischen Gerätschaften in Richtung der Tür, aus der ihr gekommen seid. Das ist eine wertvolle Information.
Das scheint mir eine sehr wertvolle Information dafür, dass ihr aus einem Märchenbuch kommt. Die Wege der Götter sind manchmal unergründlich und... Nun ja, etwas seltsam. Drückt das Buch mal etwas an mich. Prägt mir den Namen ganz genau ein. Kurunku. Und schreibt. Nun, ich hätte nie erwartet, dass ich hier Drachen treffe und den wahren Namen eines Drachen erfahre. Echsen sind die Wesen des Sinnes, nicht wahr? Zum Besseren, ja, so sagt ihr. Zum Besseren oder zum Schlechteren wohl. Euer Ehrwürden, habt ihr noch Schriftstücke oder Nachrichten, die wir Verwandten oder Bekannten von euch übergeben sollen? Ja, du guckst dich ein bisschen um. Ja, Yasina ist irgendwie schon nach draußen gegangen oder steht vor der Tür. Müsstest dann mal ein bisschen hinterher eilen, hast das jetzt in deiner Verwunderung gar nicht mitbekommen, wie sie dann schon zur Tür herangetreten ist. Ja, dann laufe ich ihr hinterher. Kannst sie auch einholen, also wie gesagt, ohne Probleme, ist eine alte Frau. Und kannst dann deine Frage wiederholen. Sie schüttelt nur mit dem Kopf. Ich habe zwar einige Verwandte, doch ich würde mich nicht in dieser Globule aufhalten, wenn sie mir von großem Wert wären. Ich habe die Menschheit vor einiger Zeit verlassen, weil sie mich zu viel Kraft kostete. Verstehe. Wird diese Globule denn noch weiter bestehen bleiben, wenn ihr nicht mehr in ihr wollt? Diese Globule existiert außerhalb einer Zeitlinie. Außerhalb von Zorgan. Ihr solltet das Konzept von Ort und Zeit in solchen Räumen vergessen. Verstehe. Und ich nehme an, es muss mehrere Zugänge geben, sonst, also die Drachen passen ja kaum durch ein Türchen hinein. Wenn wir auch nicht in Zorgan auftauchen wollen, können wir durch die gleiche Tür irgendwo anders auftauchen. Es bedarf etwas Übung, aber es sind Möglichkeiten vorhanden. Faszinierend. Alle Götter verfügen über solche Räume. Und das bedeutet, ich könnte hierhin zurückkehren, wenn ich es wollte, auch wenn ich gerade nicht in Zorgan bin. Das wäre ein Traum. Moment, alle Götter? Kennt ihr den Raum von Travia, der mit Speis und Trank gefüllt ist und eine Regeneration erlaubt, die sonst niemandem zu verdanken ist? Sie kann überall erscheinen, muss nicht einmal an einen Raum gebunden sein, sondern kann sich auch in den Toren des Eises öffnen. Vor euch erscheint einfach oder materialisiert sich eine Tür und ihr könnt in eine Kaverne gelangen. Einfach in einem Eisberg. Oder in einer Wüste könnt ihr in ein Loch fallen. Alle Götter verfügen über diese Räume. Denn die Götter sind allmächtig. Das ist schön. Und wie findet man einen solchen Raum, wenn er sich nicht zufällig offenbart? Wie habt ihr diesen gefunden? Ich habe mich lange darauf vorbereitet und bin seit 60 Jahren der Sinne geweiht. Sie meint wohl, dass das als Antwort genügt. Ja, ich will auch nicht unhöflich sein und weiter nachhaken. Deswegen muss mir diesmal was Antwort dann genügen. Nun, gehen wir wohl. Schätze ich. Richtig. Guck die Drachen nochmal böse an. Ja, du kannst wohl auch erkennen, dass die Drachen nicht wirklich stehen hinter dieser Klippe, hinter diesem Abgrund, sondern du siehst wohl, wie die Dimensionen dahinter zerbrechen und auf vielen verschiedenen Stücken herumtreiben, als ob dort, ja, die Dimension verzerrt ist. Werfe noch mal einen letzten wehmütigen Blick auf die endlos scheinenden Büchereien. Frage mich, ob ich diese Globule
jemand wieder betreten darf oder kann und schreit dann durch das Tor. Ja, mit einem Seufzer dreht sich Isarun dann auch um und geht der Pflicht nach. Und wir sind uns sicher, dass wir die Frau übergeben wollen. Es ist noch nicht zu spät, uns zurückzuziehen. Ja, ihr wart nicht dabei, aber Hafax hat es vollkommen ernst gemeint, als er sagte, er wird Perikum angreifen, wenn er sie nicht bekommt. Und es war auch sehr glaubwürdig, dass ihr kein Haar gekrümmt wird. Ich denke, es ist einfach der Plan der Götter. Sie ist seit so vielen Jahren Geweihte. Ich denke, die Herrin Hesinde wird ihr gesagt haben, was richtig ist. Manchmal muss man einen Bauern opfern, um den Rest des Landes zu bewahren. Aber wir kriegen einen Tritt. Aua, was soll das? Die Seele eines Menschen in Gefahr zu bringen, ist nie ein Bauernopfer. Das war metaphorisch gemeint. Ich meinte, manchmal muss man einen opfern, um das höhere Wohl zu retten. Also ich hätte jetzt gesagt, das war eine ausgesprochen törichte Aussage, aber jetzt bewegt ihr euch am Rande der Ketzerei. Wieso? Wieso? Seid ihr noch nie in einem Tempel gewesen? Weil man mit der Seele eines Menschen nicht schachert, Abelmir. Nicht zumindest mit dem Leben von irgendwelchen Leuten. Wenn man dafür tausende andere Seelen rettet? Das ist egal. Diese Diskussion sollten wir besser nicht führen, wenn diese Elfe dabei ist. So sprach der selige Raferian. Und wenn die ganze Welt untergeht, ich werde es nicht zulassen. Hätten wir uns doch nur damals dran gehalten. Wir waren nah. Aber wir kriegen noch einen Tritt. Ja, wenn ihr wieder aus der Globule heraustretet und in diesen Besenschrank wieder auftaucht, beziehungsweise davor, kann Kiaras natürlich auch wieder erwachen aus der Flut von Eindrücken und Bildern. Der Drache saß jetzt, wie gesagt, ziemlich entspannt dort, auch wenn Boltax weiß, was für eine grausame Kreatur er ist. Aber dieser Drache ist im Gegensatz zu seinem Gegenbild Apep ein furchtbarer Kaiserdrache, der auch die Menschen gerade hier im Raschthulswall unterjocht. Und eben diese Bilder, diese Eindrücke von Jahrtausenden und dem gleichzeitigen Leben von einem großen magischen Wesen überfordern einfach einen Geist. Deine Nase blutet, deine Augen und deine Ohren bluten, aber du bist wieder bei Bewusstsein. Raja erfüllt mich mit Frieden und Harmonie. Durch Harmonie erlangen wir Gleichmut. Durch Gleichmut erfüllen wir ihren Willen. Durch ihren Frieden bringen wir die Göttlichkeit auf die Erde. Ich glaube, davon haben die Drachen nicht besonders viel verströmt. Harmonie oder Gleichmut. Wo sind wir? Was ist... Ich setze ihn erstmal ab. Vorsichtig. Ihr seid wieder unter uns. Gut. Ja, ich... Man sagt ja so schön, man soll sich seinen Ängsten stellen, nicht wahr? Ihr seid ganz schön mitgenommen aus. Ich habe nichts gesehen, was ich nicht schon kenne. Arroganz, Goldgier, Blut, Feuer, Tod. Alles, was einen Drachen ausmacht, eben. Es ist erschreckend, wie viel ich davon in mir selbst wiedergefunden habe. Aber was ist passiert? Sind wir da draußen? Ja, sind wir. Ich brauche ein Tuch. Ich reiche ihm ein Taschentuch. Hier, nee. Ach, danke. Ja, ich wische mal das Blut ab. Behaltet es. Danke. Sagt einmal Knüppler. Ja. Gibt es von hier aus noch eine Verbindung in die anderen Stadtteile? Also, es
Am Hafen kann man sicherlich von hier aus in Richtung Süden gehen. Da kommt man dann in der Nähe von der Herberge von der Bu raus. Und wenn man ein bisschen schwimmen will, dann kann man sicherlich auch einen Weg in Richtung rechts finden. Naja, und warum ist das Tor geschlossen? Weil hier so viele Menschen sind. Ach so, weil dann irgendwie... Wegen dem Krieg. Ja, gut, gut. Ja, eventuell müssten wir noch einmal auf euch zurückkehren. Wir lassen euch das aber wissen. Ihr Gold? Nee. Oh. Wir haben schon etwas, um euch zu bezahlen. Also, so ist das nicht. Würde Gold uns dann helfen, durch dieses Tor zu kommen? Ich frag für mich, ob es euch lohnt, euch zu überfallen oder nicht. Ja, deshalb sage ich ja, nee. Die Diener der Götter zu überfallen lohnt nicht. Ah. Es ja, lohnt sich, Aufgaben für uns zu erledigen. Dann bekommt man natürlich eine Belohnung. Gehen wir doch erst einmal zurück zum Theater, ja? Ja. Ich biete Yasina Melina meinen Arm an. Ja, die wird ihn dann auch ergreifen. Sie erinnert dich vielleicht so ein bisschen an den Hochgeweihten aus Gareth, den du ja auch in dein Herz geschlossen hast. Und so könnt ihr dann gemeinsam durch die staubigen Straßen von Al-Sorigan laufen. Voltax hat dann das Märchenbuch an sich gepresst, kann vielleicht nochmal ein bisschen drin blättern. Kannst du die Zeichen lesen, die mittelreichischen? Kuslicher Zeichen? Ja. Ja, also wie gesagt, das ist ein Märchenbuch. Du bist mit den Märchen der Menschen vielleicht nicht ganz so vertraut. Bei dir sind das alles eine wahre Erzählung von Zwergen. Und wenn das wirklich stimmt, dass man auf den Teppichen reitet und mit einer großen Höhle oder so etwas, die man dann öffnen kann, indem man ein paar Worte spricht, dass man dann in eine große Schatzkammer gelangt. Also die Märchen oder die Geschichten der Menschen beeindrucken dich dann schon. Wie ein einzelner Mann, dieser Chadir, es dann schaffen kann, so viele Wunder nach und nach zu überleben. Schon beeindruckend. Und dann war es noch nicht ganz durchgelesen, nur so ein bisschen überblättert, staunende Blick. Steht ihr wieder auf der Hauptstraße. Ihr könnt von hier aus auch dann die Taverne erkennen, wo die beiden Spione auf euch warten. Ich verstecke das Buch mal. Nun? Müssen sie ja nicht mitbekommen. Vorstellen darf? Ich denke, jetzt ist eine Zeit. Vorstellen darf, Ihre Gnaden, Yasina Melina. Also, ihr geht dann in die Taverne? Also, ich dachte, die beiden würden hier draußen auf uns warten. Nee, die sind nach drin gegangen. Die wissen ja nicht, wie lange das dauert. Ja, dann treten wir rein. Dann ignorieren wir den letzten halben Satz. Ja, mache ich. Typische halbe Taverne, die ihr dann hier erkennen könnt. Sie ist ziemlich gefüllt mit allerlei Menschen, die sich dann hier auch zurückgezogen haben. Die Räume sind sehr überfüllt. Es erinnert euch vielleicht auch ein bisschen an Perikum, gerade jetzt Isaron, die dann auch da war, gemeinsam mit Boltax und eine ebenso überlaufende Taverne dann gesehen hat. Und ihr könnt dann nach kurzem Suchen auch die beiden finden, die sich da dann in eine Ecke zurückgezogen haben mit ihren, mit ihren Umhängen dann ins Gesicht gezogen, damit sie dann nicht entdeckt werden, und werden aber auch selbst nichts trinken oder so, sondern nur auf euch warten und könnt dann mit Yasina Melina auf die beiden zutreten. Herrschaften, wenn ich vorstellen darf, Ihre Gnaden, Yasina Melina. Herzlichen Dank. Ich wusste, dass man auf euch vertrauen kann, auch wenn ihr für das Mittelreich sprecht. Darf ich noch fragen, bevor ich gehe, wer aktuell den Rat führt in Gareth?